Jo, da wären wir wieder. Ich habe mir jetzt die letzten paar Minuten angeguckt, was ich so alles erforschen könnte. Und ich denke, was sehr wichtig werden wird, ist die Power Armor. Denn wir haben es ja gesehen bei dem Big Balter, das geht sonst recht flott. Und wir brauchen auch den Platz von der Power Armor, wenn wir anfangen wollen, da wirklich was reinzustopfen. Für die Power Armor selber bräuchten wir 10 Alien-Artefakte. Die haben wir locker. Für die Power Armor 2, die ja der logische nächste Schritt sind, bräuchten wir 450 davon, also 45, plus die 10 davor sind wir schon bei 55 und hierfür nochmal 50, also bräuchten wir 105 für die Power Armor MK2. Wir haben 71. Könnte machbar sein. Also wenn es gleich Tag wird, könnte ich losziehen und versuchen, noch ein, zwei kleine Basen kaputt zu machen. Auch wenn ich jetzt nicht ad hoc wüsste, wo hier kleine Basen sind. Ach, die da wären machbar. Das könnte ich halt machen. Brauche schon ein bisschen Muni hinten dran. Ja, das wäre also das eine Ziel. Dann brauchen wir aber auch die Metallverarbeitungssachen. Also Silber jetzt noch nicht unbedingt. Aber hier Kobalt und Ardite brauchten wir, glaube ich, auch für die zweite. Nee, für die dritte brauchen wir die erst. Okay. Für die zweite bräuchten wir Speed-Module und Effektivitätsmodule. Die haben wir noch gar nicht. Sind aber dafür relativ schnell erforscht, zumindest die erste Stufe. Und braucht auch keine lila Tränke, das ist alles okay. Für die dritte Stufe bräuchten wir allerdings lila Tränke. Also auch hierfür nochmal 30 Alien-Artefakte und hierfür auch nochmal 30 Alien-Artefakte. Sind wir jetzt schon bei 165 oder so? Das wird übel. Das wird richtig übel. Müssen wir schauen. Logistik-Slots hätte ich auch noch ganz gerne. Die gehen schnell. Die werde ich jetzt wahrscheinlich als nächstes erforschen, damit die Abläufe bei mir im Inventar schneller sind und sowas nicht so häufig zustande kommt. Und dann habe ich echt ein Auge geworfen auf die Combat Robots. Da habe ich nur Gutes von gehört aus den Kommentaren. Aber das kostet halt auch wieder Ressourcen, die zu bauen. Ist immer so. Naja. Gut, ich mache erstmal die Charakterlogistik-Slots. Research. So, Fuel Blocks von unten holen, oben hinschmeißen. Wir müssen auch das Hauptlager noch erweitern. Das wird sonst da auch nichts. Du brauchst. Selbe wie immer. Gib mir Batterien, die kommen dann auch oben in die Storage-Kisten. Das können die Roboter ausfriemeln, was wohin soll. Eisenrohr habe ich immer noch nicht, muss auch warten. Aber Öl häuft sich wieder, das ist schon mal sehr gut. Wenigstens eine gute Nachricht. Also es ist nicht wirklich schlimm alles, es ist nur recht viel zu koordinieren. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zu viel Zeit verschwende mit irgendwas Falschem, wobei ich nicht weiß, was falsch und was richtig ist, dass wir dann später wieder so einen Engpass haben. Die nehme ich mal mit. Da hätte ich gerne Stahl. Stahl finde ich gut, dass sich immer wieder was ansammelt. Das hätte ich so nicht gedacht. Und hier waren die Kisten. So, du bekommst ganz viele Fuel Blocks. Dann hätte ich ganz gerne noch zwei von den Kisten. So, da kommen rein noch mehr Fuel Blocks, außer vielleicht so zwei, falls ich irgendwas von Hand auffüllen muss. Und 200 Batterien. Die Capacitors. Die muss ich nur von Hand runterbringen. Also ich könnte jetzt theoretisch noch zwei Roboports bauen, um das hier unten auch anzuschließen. Aber das kostet mir eigentlich zu viel Eisen und zu viel Stahl. Mal schauen, mal schauen. Also Capacitors abliefern, auch wenn sie nicht so wirklich viel bringen, weil wir haben halt nicht genug Eisen und anderes Zeug hier unten. So, ich brauche die auch für anderen Kram. Ja, komm, go. So. Explosives erstmal nicht. Hier muss ich nichts umbauen. Nö. Mist, Petroleumgas. Ah, gib mir wieder die Eisenplatten. Die Eisenplatten müssen wir oben hin, weil wir haben sonst keine Schwefelsäure und sonst wird das Petroleumgas nicht abgebaut. Ja, wir müssten eigentlich ganz viele blaue Chips produzieren, damit wir Schwefelsäure und Zeug loswerden.
Und das brauchen wir später auch, die ganzen blauen Chips. Aber jetzt halt noch nicht so wirklich. Ich bin halt technisch noch nicht so weit. Stein abholen für die Mauerproduktion. Zack. Noch mehr Stahl abholen für noch mehr Kisten. Das reicht nicht. Das sagen die Roboter. Die Roboter haben fast nichts zu tun. Das ist interessant. Okay. Wird sich aber bald ändern. Definitiv. So, Stein, 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 Stein. Wie viel fehlt? Ach, es fehlt normales Eisen. Das ist okay. Gucken wir mal hier oben in die Kisten. Ja, es staut sich Eisen. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Schmelzöfen können wir erst bauen, wenn wir das Zinn haben. Bitte bau mir... Provider Chest, Requester Chest. Und dann gucke ich weiter. Also Provider Chest hier. Dass jetzt Mauern im System vorhanden sind. Das heißt, wenn irgendwas kaputt kommt, könnten die Bauroboter kommen. Die wir übrigens noch gar nicht haben. Und die Mauer ersetzen. Falls die Mauer dann angegriffen wird. Wobei ich jetzt schon wieder immer öfter höre, dass eine Mauer auf keinen Fall reichen wird. Aber wir haben halt nicht mehr. Ich kann die jetzt hier mal mitnehmen, aber es bringt nicht so wirklich viel, wenn ich jetzt eine zweite Mauer hier hinsetze. Wobei das noch mit unser kleinster Abschnitt ist, wo man sich verteidigen könnte. Ja. Ja, ja, ja. So, die... Ja, eigentlich würde ich ganz gerne die hier und hier hinhauen und gucken, was passiert. Ob die Temperatur trotzdem noch auf 100 Grad kommt. 98, 99, 100. 99, 100. Das haut hin. Also es könnte sein, dass nicht genug heißes Wasser hinterherkommt, wenn sie mal Dauer ausgelastet sind. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich testen, wie die im Dauerbetrieb funktionieren. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal noch ein paar mehr raus. Dadurch fahren die immer weiter hoch. Der eine oder andere wird jetzt gegen den Monitor schreien, ich weiß. Okay. Dir ging schnell. Mehr Roboter-Speed ist mir aber eigentlich wichtiger. Was war noch, was war noch, was war noch? Ein Fusionsreaktor wäre auch nett. Für unsere MK1-Rüstung. Also ich denke, wir müssen uns eher auf die MK1-Rüstung konzentrieren. Die 2er ist wirklich utopisch hoch. Das heißt, wir versuchen die MK1-Rüstung zu bauen und da einen Fusionsreaktor reinzubauen. Aber es kostet mir gerade zu viel. Ja. Erforscht bitte das hier. So. Genau, guckt euch das an. Performance ist jetzt bei 80% rum und Temperatur ist nur bei 80. Das geht also nicht mit rein. Geht das mit 2? 87 Grad, 88 Grad. Das ist noch nicht mal volle Auslastung, der kommt nicht auf 100, auch wenn er sich einigermaßen annähert. 90, 92. Das ist vertretbar, würde ich sagen. Also wir könnten mit 2 arbeiten. Ist nicht unbedingt schön, aber wir könnten damit arbeiten. Das heißt, mein erster Schritt jetzt wird sein, überall hinten ein 2er ranzubauen. Das läuft auf jeden Fall. Bei 100 Grad, auch bei maximaler Auslastung. Das heißt, wir schnappen uns dich und dich und machen daraus Secondary. Wir brauchen echt grüne Chips. Achso, und genau, meine Logistik-Slots. Ich hätte gerne immer 100 grüne Chips. Ich hätte gerne immer 50 rote Chips. Ich hätte gerne immer 50 Stahl. 200 Eisen. Kupfer direkt nicht, nö, ne? Das ist eine gute Frage, ne? Ich nehme lieber Draht. Immer 200 Draht. Genau. Gib mir Zeug, gib mir Zeug. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Das heißt, das sollte ich jetzt eigentlich abbrechen. Und nochmal neuen Auftrag geben, damit jetzt die ganzen
Chips nicht von Hand produziert werden. So, Holz, Rotorblätter und diese anderen Rotorblätter. Also das sind ja Rotorblätter und das ist der gesamte Rotor? Das Drehding? Wie heißt das? Das ist der Rotor. Und das sind die Rotorblätter. Okay. Ja, die sollte ich auch noch automatisieren. Wobei, wie oft baue ich die? Häufig. Brauchen die anderen? Nein. Ich überlege gerade, ob es die MK3 später auch die Holzteile noch brauchen. Also ob es sich wirklich lohnt, die zu automatisieren. Naja, schauen wir mal. Wir haben jetzt Effektivitätsmodule 1. Wir könnten 2 erforschen. Wir könnten Speedmodul 2 erforschen. Das kostet aber schon wieder hellblaue Tränke. Bullet Shooting Speed und Bullet Damage. Wollte ich auch noch erforschen. Weil wir haben momentan nur die ganz normalen Türme. Und die haben halt eine größere Reichweite. Das heißt, ja, mach die mal. Kosten nur rote Tränke. Und irgendjemand hat ja ganz viele davon gebaut, ne? War was. Das muss viel weiter runter. Ja. So, größter Stromverbrauch sind die Fabriken. Und das sind nur ganz normale MK2-Fabriken. Ich spiele ja schon mit dem Gedanken, die gelben Fabriken hier zu bauen. Aber da bräuchte ich noch viel mehr Eisen vorher. Ist okay. Smog ist da. Ja, die 0, die machen echt nichts. Ja. So, setz dich noch dahin. Okay, das ist ein Anfang. Jetzt machen wir die hier alle weg. Packen die ins Lager, damit sie mich nicht verwirren. Und bauen normale einer Engines erstmal. So, wir hatten hier irgendwo schon welche von denen, ne? Genau, da sind die Tertiaries. Die können wir später vielleicht für irgendeine Randbasis mal gebrauchen oder so. Das ist okay. Da wir immer noch viele Roboter nichts zu tun haben. Also bin ich jetzt echt... Wie viel Stahl habe ich? 50, okay. Gib mir. Die hier waren automatisiert, ja. Dann die Reihe darunter. So, weg. Gib mir. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Shift links. Die haben jetzt alle was gespeichert. Jo, das heißt, die sind jetzt alle schon versorgt. Das Backup-System ist nicht versorgt, also ne, das hier in der Mitte von denen. Aber das ist auch erstmal okay. Roboter haben jetzt ein bisschen mehr zu tun, das ist in Ordnung. Secondary Steam Engine, dahin. Boiler haben wir keine. Können wir auch keine bauen, weil wir keinen Stein und kein Holz haben. Bullet Damage ist fertig. Dann nimm mal gleich den nächsten hinterher. Oh, Sniper Ammo Damage Bonus 10%. Ja, Sniper wollte ich mir auch nochmal angucken. Habe ich in dieser Version noch nicht getestet. Und das ändert sich ja bei jeder Version, wie toll die Sachen wirklich sind. Ich brauche mehr Logistik-Slots. Gib mir bitte 100 Steinzahnräder. Gib mir bitte 100 Eisenzahnräder. Capacitor ist gerade nicht. Rüstung ist da immer noch drin, okay. Dir fehlen Batterien. Wir haben... Oh. Stimmt, das wurde auch in den Kommentaren gesagt. Das war die falsche. Die Laserbatterien sind jetzt nicht mehr... ganz normalen Batterien sind jetzt nicht mehr unter Waffen, unter Munition, sondern wieder da, wo sie vorher auch waren, hier. Das heißt, jetzt sollten die wieder fliegen. Das gleiche müssen wir dann wohl hier hinten auch machen. Genau, das sind wieder die Waffenlaser. So. Wobei 50 reichen sollte. So. Okay, also blaue Tränke kommen jetzt auch wieder. Das ist gut.
Deswegen gab es da mal wieder einen Engpass. Eisen, Eisen, ja. Sehr gut. Eisen schaut sehr gut aus. Stahl hält sich. Können wir jetzt mal so einen elektrischen bauen? Nö, Tin. Stimmt, Tin. Wo war Tin? Bau bitte Money. Giftkapseln, ja, weiß nicht. Das wird gegen Big Biter nicht wirklich helfen.